gesagt, wir müssen den Hof aufräumen. Wasser und Stroh vielleicht noch, ne? Ne, ich meine den Futtermischwagen, je nachdem ich wieder noch reingehe. Achso, ja. Ziemlich gut oder sollen wir irgendwie anders gestellt? Nee, so ist gut. Ich muss da bloß jetzt einmal reinzirkeln, da wo der eine Streifen da liegt und dann. Yes. Aber da kann ich ja hier noch einmal so fahren gleich, bevor ich mich hier noch festhänge. Dann hätten wir da alles an Gras erstmal weg. Braucht man nicht mal mehr einen Besen holen, wa? Jetzt hätte ich mich da beinahe am Anhänger festgehangen, ja. Ja. Also ein bisschen Stroh ist ja schon drin. Weißt du ungefähr, wie viele Räume da reingemacht haben? Heu? Nee. Ne, doch, warte mal. Drei Schaufeln Heu. Dann machst du schon mal rein. Ja. Genau, und der, ja genau. Aber die Silage waren nicht nur drei, sondern 4,5 glaube ich, oder 3,5. Ja, aber das ändert sich ja gleich mit der Mischung, ne? Vielleicht mal da hinten ein bisschen näher rankommen. Kannst du das gerne tun? Das ist jetzt dann die dritte, ne? Hier scheint ein Bug im Silo zu sein. Ja, aber das ist hier unter dem Dach, unter dem, wo wir das hingekippt haben, ist das auch. Gucken, ob ich das hier vorne die Stelle wegkriege. Ja, geht.
eine Laune der Natur, wollte ich gerade sagen, aber Natur ist es ja nicht. Genau. So, was brauchst du noch? Ja, ich würde gerne noch mal eine Reihe rein und in die Silage. Dass wir das ein bisschen auf den gleichen Stand haben. Wenn man sieht, das verfolgt schon ganz fertig aus. Ja, aber dann ist hier das Heu auch leer. Fast. Brauchen wir da nicht mehr so viel rum. Uhrwerken hier. Ja. Aber die, das was da drin liegt, das kann ich da einfach rüberschippen. Ja, dann würde ich den Anhänger mit dem Rest, was wir noch hier haben. Aber 1700 wird da die Weise noch rein. Ja, das ist fast eine Schaufel. 1857 gehen rein. So, ich habe dir 1730 habe ich dir aufgeladen. Unsere Mixtur hier fertig da. Sie sind übergeblieben. Ich nehme das Heu hier noch raus. Weiter. Dann fürs nächste Mal bloß was nachfüttern dann ein bisschen. Kannst ja hinten ins andere Silo erstmal reinstellen, oder? Achso. Nee. Ja, dann müssen wir unbedingt was nachmachen, ne? Ja, na, wir haben ja jetzt drei Flächen, die wir machen können. Hängt der Anhänger unterm Dach fest, wa? So, den Trecker mit dem Frontlader, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, ne? Gut, dann stelle ich den mal hier vorne ab, wo die Palettengabel auch steht. Dann stelle ich den Trecker mit dem Dings dahin, ne? Beide stelle ich als Ersitzer so stehen. Anderen Trecker hier. Wie hast du jetzt reingekriegt? Ja. Vielleicht sollte man da einen nehmen, wenn man später einen hat, einen Abschiebewagen, weißt du?
Der ist, glaube ich, ein bisschen besser, aber da geht nach oben nur noch die eine Klappe dann hinten ein bisschen auf. Der Anhänger komplett nach oben ist, das ist ein bisschen besser. Schon wieder leer jetzt, oder? Ach, Stroh geht noch, ja, da ist noch ein bisschen was drin. Ah, zeigt er mir sogar eine Statistik an. Sehr gut. 32.000 irgendwie. Soll ich mir auch nochmal einen Anhänger? Naja, für das bisschen brauche ich mir keinen Anhänger mehr. Oder? Ach doch, mache ich. Links wieder unterm Dach. Vielleicht seitlich abkippen. Ach so, ist leer, ja? Also mehr geht nicht. Ach so, gut. Ja, gut. Ja. Ja. Gut, dann stelle ich den Anhänger doch wieder. Netzwerk haben wir ja, ne? Ja. Hier haben wir unten das auch noch eins mit Sonnenblumen. Ja, das können wir nicht schaffen in einer Folge. Ja. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist jetzt noch 2 Minuten kürzer als sonst, aber das macht nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin. Tschüss.